Über 150 Bergrettungseinsätze, 974 Einsätze als Flugretter und 25 Einsätze als Lawinenhundeführer. So sieht die Bilanz des Landesleiters der Tiroler Bergrettung Hermann Spiegel aus. Die Arbeit in der Bergrettung begleitet mich jetzt seit Mitte der 70er Jahre und ist dadurch geprägt, dass man angepasst an das eigene Alter und die eigenen Fähigkeiten immer in der Bergrettung eine Aufgabe begleiten kann. Und deswegen füllt sie seitdem die gesamte Freizeit aus. Angetrieben von seiner eigenen Leidenschaft für das Skifahren und Bergsteigen, tritt der in Brixlek geborene Hermann Spiegel bereits im Jahr 1978 der Bergrettung Kramsach bei. Seitdem ist seine Hingabe für die Berge zu seiner Berufung geworden. Derzeit ist mein Berufsalltag geprägt von repräsentativen und administrativen Aufgaben. Früher war das ganz anders. Ich habe begonnen als Kletterer und als Eisgeher Leute zu retten und bin so in die Bergrettung eingetreten. Aufgrund des Interesses und da bin ich dann als Flugretter, habe ich als Flugretter gearbeitet. Nach dem Flugretter habe ich mir dann mit meinem Freund und Partner Max angeeignet, ein Lawinenhundeteam zu sein. Wir haben da jetzt 8 Jahre zusammen Einsätze gemacht und seit einem Jahr bin ich jetzt Landesleiter der Bergrettung. Hermann Spiegel gründet im Jahr 1995 sein eigenes Unternehmen im Bereich Anlagen und Maschinenbau. Im Jahr 2015 übergibt der erfolgreiche Geschäftsmann seine Firma mit rund 65 Mitarbeitern an eine Auswahl seiner Angestellten, um seine Bergrettertätigkeit erfüllen zu können. Ab diesem Zeitpunkt leitet er die Geschicke der Bergrettung Tirol als dessen Landesleiter. Die Entscheidung, die Firma an eine Gruppe von Mitarbeitern zu übergeben, war eine leichte Entscheidung, weil es sich um eine Gruppe von sehr kompetenten und sehr starken Leuten handelt. Und ich habe in dieser Zeit jetzt die genügend Zeit, um meine Arbeit als Landesleiter der Bergrettung auszuüben. Durch seine 7-jährige Tätigkeit als Ingenieur in Rovereto von 1995 bis 2002 stellt die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino für Hermann Spiegel nicht nur eine Phrase dar. Eine Zusammenarbeit der 3 Landesteile im Bereich der Bergrettung ist für ihn ein Zukunftsprojekt. Es gibt in allen 3 Landesteilen sehr viel Know-how und Kompetenz. Diese Kompetenz und Know-how zu nützen, erfordert die Beibehaltung jeder Identität und gleichzeitig aber das Zusammenarbeiten und den Gedankenaustausch zwischen allen 3 Landesteilen. Erste Schritte in diese Richtung gibt es bereits, wie zum Beispiel die Ausarbeitung eines gemeinsamen Lawinenlageberichts und einer flächendeckend einsetzbaren Notfall-App für Smartphones. Wir arbeiten derzeit schon zusammen in der Entwicklung von Ausrüstungsgegenständen, wie zum Beispiel die Titantrage für die Bergrettung. Wir haben begonnen, uns gegenseitig über die Schultern zu schauen in Ausbildungsfragen mit dem Ziel, einen Ausbildungsweg zu finden, der zum Euregio-Bergretter führt. Die Zusammenarbeit der Europaregion im Bereich Bergrettung würde einen unbestrittenen Mehrwert für die Bürger der Europaregion darstellen. Insbesondere das Projekt Euregio Bergretter könnte durch eine gemeinsam zu absolvierende Ausbildung zu einer wesentlichen Stärkung des Bewusstseins der Regionszusammengehörigkeit mit hoher Nachhaltigkeitswirkung sein.